Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon sehen könnt, wir sind mal wieder auf meinem Hauptaccount unterwegs und heute, ja, sind wir einfach mal im Labyrinth mit drinne und ja, wir werden einfach mal versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Ich denke einfach mal, ich werde beim ersten Labanika einfach instant sterben. Aber gut, ich gehe mal nochmal ganz kurz auf meine Helden drauf ein, die ich jetzt hier mit habe. Ja gut, Erquicken habe ich jetzt nicht auf jedem Helden mit drauf, aber eigentlich auf fast jedem. Auf Skill natürlich nicht. Dann habe ich hier vorne den Sasquatch, der hat natürlich einen 5er Erquicken, damit er halt alles instant einfriert. Dann habe ich hier vorne noch den Anubis, der hat auch einen 5er Erquicken mit drauf. Der Michael, der hat auch einen 5er Erquicken. Die Hüterin, die hat kein 5er Erquicken, ausnahmsweise mal. Die Kürbishexe, die hat natürlich auch einen 5er Erquicken, ganz klar. Kirin habe ich mit. Ja, wollte ich einfach mal austesten, wie das so ist, wenn jetzt vorne ein paar Helden sterben und die dann nachher wiederbelebt. Ich hoffe einfach mal, dass die Kirina soweit überlebt. Die hat bei mir hier nämlich einen 5er Flammenwache mit drauf und als Rune einen 5er Steinhaut mit drauf. Und ja, da bin ich halt noch so am Überlegen, ob ich halt die 5er Flammenwache bei der Kirina hochziehe oder halt nicht. Ich habe jetzt sowieso gerade im Moment eigentlich keine Alternative oder kein alternatives Talent, was ich halt hochziehen möchte. Darum würde halt die Kirina in Frage kommen. Die Ressourcen hätte ich. Jo, dann habe ich als nächstes den Walla Walla. Der hat bei mir einen 4er Quicken mit drauf. Ich habe ja leider bloß 2 5er Quicken auf meinen Account und dann glaube ich noch 2 4er Quicken. Aber naja. So, den Rudi habe ich auch mit. Einfach für den Stun nochmal und für den Damage. Denn wenn er halt irgendwann mal procken sollte. Da könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wenn ich noch einen 4er Quicken mit drauf habe oder habe, da vielleicht nochmal einen 4er Quicken mit drauf packen, damit er nochmal ein bisschen mehr Damage macht. Aber ich sehe jetzt gerade, anscheinend habe ich das jetzt hier nicht. Naja. Habe ich wahrscheinlich gerade auf irgendeinen anderen Helden. Ich wüsste jetzt aber nicht auf welchem Helden. Darum, ich will jetzt nicht unbedingt da suchen. Gut, aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Habe ja jetzt auch schon wieder genügend gequatscht. 2 Minuten, holy shit. Wieder eine ganze Menge. Ja, also ihr seht schon, das geht durchaus ziemlich gut. Ja, ich gehe einfach mit meinen Helden mit durch. Und ja, das ist wirklich relativ einfach. Ja. Ich würde sagen, ich lege für euch einfach nochmal richtig nice Musik hinter. Und müsst dann nicht immer dieses komische Gedudel von Schlosskonflikt hören. So, jetzt müsst ihr mal richtig nice Musik hören. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare mit reinschreiben, ja, was ihr besser findet, ob ich denn Musik halt mit reinschneiden soll oder halt die Originalmusik von Schlosskonflikt nehmen soll. Ja, also mir ist es eigentlich im Grunde genommen vollkommen wurscht, ob man jetzt nun das so macht oder so macht. Für mich ist es natürlich ein weiterer Arbeitsschritt, den man dann nachher beim Video bearbeiten mit einfügen muss, beziehungsweise beachten muss halt überhaupt. Aber ja Leute, ich mache das gerne für euch. Das ist kein Problem. Wenn dadurch das Video halt besser wird, kann man das durchaus so machen. Ja, warum habe ich jetzt in meinem Team nicht auf den Wächter drauf geachtet? Ganz klar, weil ja, erstens, mein Wächter ist noch nicht hoch gelevelt, der ist bloß Level 16 und ja, der nächste Punkt, den ich noch sagen müsste eigentlich, ja, weil mir das Update halt nicht gefällt, beziehungsweise die Wächter halt nicht gefallen, aber das habt ihr ja schon im letzten Video gesehen gehabt, ich setze jetzt einfach irgendwelche Helden, ich weiß gar nicht, was macht er denn überhaupt, fügt einem Umkreis befindlichen Gegnern Helden Schaden zu. Und lässt diese verstummen. Okay, erhöht den Angriff. Bla bla bla. Eine Heilung ist immun gegen Verstummen. Effekte. Ja, und Aries Koma Energieentzug. Oh Mann, ey. Ist das dieser, den man verlangsamen muss? Keine Ahnung. Ich setze jetzt einfach irgendwelche Helden, die jetzt viel tanken. Und dann werde ich ja dann sehen, was er macht. Okay, ja, ich habe übrigens auch meine. Hier, wie heißt sie denn jetzt? Mechtessa habe ich jetzt auf Devo Level 200 gelevelt, hat zwar bloß ein 5er Skill, aber ist ja erstmal egal, sie hält halt eine ganze Menge aus, trotzdem.
Und ja, was habe ich denn sonst noch hier? Kürbis, um halt noch mal ein bisschen auf Speed zu kommen. Hoffentlich. Walla Walla für den Buff. Gut, okay. Ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich einfach irgendwie ein Crab-Team zusammengestellt. Ah, das ist der mit diesen ganzen Snowies. Oh Mann, ey. Ja, na, das wird wahrscheinlich nichts. Gehe ich ganz stark davon aus. Wenn das was wird, dann freue ich mich. Aber ich glaube, da hatte ich jedes Mal verkackt gehabt. Obwohl, diesmal tanken meine Helden das ganz gut weg. Sagt er und PD stirbt. Ich glaube, ich habe sogar auf dem PD einen Lebensentzug mit drauf. Gerade im Moment hatte ich nämlich für den World Boss sage ich schon, für den Gilden Boss 5 habe ich da halt einen Lebensentzug mit drauf, damit er halt überlebt, damit ich halt trotzdem den Boss tanken kann und ja, damit ich halt nochmal zusätzlich Energie halt bekomme für den PD. So, dann haben wir den sogar geschafft, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. War relativ easy sogar. Gut, mal sehen, was wir sonst noch für Gegner haben. Okay, hier haben wir wieder ein vorgefertigtes Team. Ja gut, vorgefertigte Teams, die sind natürlich ja leichtes Fressen für meine ganzen Helden. Das ist natürlich ziemlich... Ich weiß immer nicht, ob ich hier alles upgraden soll oder halt nicht. Jetzt sehe ich hier gerade eine Athene. Apropos Athene, ich habe nämlich auf meiner Athene habe ich nämlich auch einen 5er Erquickenmerz mit draufgepackt. Ist zwar non-Evo, aber ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man die einfach mal mit hochzieht. Ich habe zwar keine Kopien von der, aber ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben, wie ihr die Athene findet. Ich habe im Moment eigentlich bloß positive Sachen von der Athene gehört, aber ja, vielleicht haben ja einige sagen, ja, 5er Quicken auf der Athene überhaupt nicht gut. Klar, wenn man ein anderes Talent mit drauf spielen könnte, beziehungsweise, oh, das ist ein Lavanica. Oh Mann, ey. Ja, es war klar, dass ich halt spätestens bei dem Lavanica sterbe. Weil, ja, ihr wisst, Lavanica ist OP. Vielleicht sollte ich jetzt einfach immer gucken, wenn Lavanica mit drin ist, einfach weitergehen. Fügt entfernt deren Buffs und verringert deren erhaltenen Heilung. Erhöht außerdem Geschwindigkeit, bla bla bla. Koma, oh Mann, ey. Energien ziehen Effekte, komm, ich gehe jetzt einfach mit drauf. Ich gehe jetzt einfach da drauf, einfach weil ich es kann. Ich glaube, den muss man slowen, ne? Ich glaube, das war der, den man slowen musste. Aber es geht sogar. Er entfernt sogar noch nicht mal die ganzen Buffs anscheinend. Nice. Obwohl, kommt mein PD auf Schwung. Aber guck mal, die Mechtessa, wie viel Schaden die bekommen. Na gut, die hat halt bloß einen 5er Skill, ne? Und darum wird sie mir jetzt gleich umkippen. Habe ich keinen Heiler drin? Doch, ich habe einen Walla Walla mit drin. SK und Mechtessa sind einfach instant gestorben. Beide gleichzeitig. Gut, die Hälfte habe ich schon mal von dem Boss. Also Stacks habe ich irgendwie auch. Und Damage kommt auch rein. Komm schon, das schaffen wir noch. Wir haben noch genügend Zeit, aber wenn natürlich meine Helden sterben, dann bringt das nicht ganz so viel. Kann mein Walla Walla nicht auslösen oder woran liegt das? Alter, Walla Walla, löst doch mal bitte aus. Los. Oh Mann, ey. Es wird richtig knapp. Obwohl, mein PD, der lebt noch, ne? Ja. Gut, okay, habe ich instant geholt, alles klar. War relativ easy sogar, wenn man jetzt mal so überlegt. So. Ja, mein schöner Skele, alter Schwede, der ist so nice, der macht richtig Spaß. Lavanica wäre natürlich auch nicht unbedingt schlecht, aber naja, man muss ja nicht unbedingt jeden Helden haben. Ich habe zum Beispiel auf meinem Hauptaccount noch nicht mal eine Esperita. Das ist eigentlich ja der einzigste Held, der effektiv noch auf diesem Account fehlt, den ich mir wirklich sehr, sehr doll noch wünsche. Weil ich habe nämlich die Esperita auf meinem zweiten Account und da benutze ich die ganze Zeit. Die ist einfach so unnormal gut und mein Walla Walla konnte nicht einmal auslösen. Habt ihr ja gesehen. Komme ich da jetzt noch hin? Komm, ich gehe jetzt einfach mal dahin. Komm schon. Ja, schaffe ich noch. Perfekt. Die müsste ich eigentlich auch schaffen. Theoretisch. Praktisch gesehen auch. Praktisch gesehen einfach auch. Ja, hier haben wir jetzt natürlich meine schöne Kürbishexe, die jetzt natürlich den Skin hat. Dank diesem tollen Event.
fügt drei nahen gegnerischen Helden Schaden zu und erhöht deren Angriff und erhaltenen Schaden, erhaltbaren Schaden. Okay, dieser Goblin wirft einen Teil des Schadens zurück und ist immun gegen Verstummen, Koma, Energie und Sinneffekte. Natürlich, was denn auch sonst. Also das heißt, wenn ich mein PD mitnehmen würde, dann würde der, oder dann tötet er meine ganzen Helden. Wollen wir wetten? Weil er wirft ja den Schaden zurück. So wie ich das jetzt verstanden habe. Für ein bisschen mehr Damage wäre natürlich der PD nicht unbedingt schlecht. Darum habe ich den halt mitgenommen. In der Hoffnung, dass es vielleicht passt. Aber ich werde jetzt statt dem PD einfach... Oh, nee. Das wollte ich jetzt nicht ändern. Statt dem PD werde ich einfach den Michael mitnehmen. Dann habe ich nämlich trotzdem noch einen Buffer mit dabei. Wo ist der PD? Da. So. Da. So, speichern tut er ja hoffentlich automatisch. Beim Buffer, finde ich schon, sollte man mit dabei haben. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass soweit nicht zu viel Damage reinkommt, wenn jetzt halt der prockt. Aber eigentlich müsste das soweit passen. Ja, Damage kommt, ja, mache ich auch genügend. Mensch, ich sehe gar nicht den Michael. Ich hätte auch einfach zur Seite gehen können. Dann könnt ihr nämlich den Michael auch noch sehen. So, Leute. Jetzt seht ihr mich zwar nicht mehr, aber ist ja auch egal. Jetzt könnt ihr wenigstens den Michael und den Walla Walla sehen. Ja, so nice ist das. So, aber der Damage kommt auf jeden Fall rein. Ja, ist relativ easy, ne? Wenn man den PD halt nicht mitnimmt und dafür den Michael. Also im Moment sieht es soweit relativ gut aus von den Bossen her. Hier haben wir keinen Lavanica mit drin. Das heißt, dass ich wenigstens eine Chance habe, den zu besiegen. Ja, gut, okay. Und anscheinend besiege ich den auch. Richtig gut. So, den haben wir uns geholt. Jetzt gehen wir durch dieses Portal durch, um dann zu merken, dass der Gegner zu weit weg ist. Nee, es passt genau. So, den muss ich jetzt so oder so angreifen. Okay, ist ein vorgefertigtes Team. Das heißt, ein kostenloser Win für mich. Richtig nice. So, dann gehen wir hier den nächsten nach. Dann, ja. Ja, ich muss jetzt eigentlich im Grunde genommen wirklich jeden angreifen. Was ich schade finde, dass die Mechtessa wirklich erstmal auslösen muss und dann erst den also Damage Cap halt hat. Das ist so ein bisschen schade bei der. Wenn die wirklich von Anfang an diesen Damage Cap hätte, dann würde man sie auf jeden Fall öfters einsetzen. Ich muss wirklich jeden angreifen, ne? Ich will den nicht angreifen, aber ich muss. 1, 2, 3, 4, ja, dann hätte ich nämlich, ich muss ihn angreifen, in der Hoffnung, dass ich den vielleicht sogar schaffe, dass der Lavanica vielleicht noch nicht ganz so hoch gelevelt ist. Aber mein Walla Walla kommt gar nicht zum Proc, richtig nice. Oh Mann, ey. Ja, das ist Zerstörung für mein Team. Ja, Leute, das war abzusehen, dass ich halt spätestens bei dem Lavanica halt sterbe. Aber gut, ich hoffe einfach mal, euch hat dieses kleine Gameplay-Video gefallen. Ich hatte eigentlich heute eigentlich noch so gedacht, dass ich vielleicht nochmal den Lavanica teste. Ich war jetzt nochmal nämlich auf dem Account vom lieben Felix. Ja, da wollte ich in 7-10er halt versuchen, nur mit dem Lavanica zu schaffen. Ja, es hat halt ein bisschen Damage gefehlt gehabt. Das ist so ein bisschen schade gewesen. Weil ich hatte nämlich schon ein Video gesehen gehabt, wo halt der Lavanica diesen Dungeon solo gemacht hat. Da muss man wohlbemerkt sagen, dass dieser Lavanica dort halt einen 12er Skill hatte. Von Felix, der hat bloß einen 11er. Und von den Runen her, da hat er bloß einen 6er Kriegsgott mit drauf. Und der andere, der hatte nämlich einen 7er drauf. 7er Wappen. Und ja. Das war so ein bisschen doof halt. Zumindest war halt der Damage nicht irgendwie da. Beziehungsweise, ich denke mal einfach, dass auch das Artefakt Axt des Krieges gefehlt hat, weil das war nämlich noch ein älteres Video, wo halt noch die Artefakte noch da waren. Und ja, ich denke mal, das wird mir auch gefehlt haben. Wie gesagt, ich habe mir da eine Dreiviertelstunde habe ich versucht, den Dungeon zu schaffen. Habe mir jetzt im Nachhinein doch so gesagt, ja, Felix, level erstmal den Lavanica nochmal ein bisschen hoch.
Vielleicht schaffe ich ja dann, wenn er einen 12er Skill hat und ein 7er Waffen mit drauf hat, dann könnte man das vielleicht nochmal probieren. Vielleicht eventuell sogar, wenn man bei den Verstärkungen nochmal auf Damage gegangen wäre. Das wäre vielleicht nochmal eine gute Alternative, weil es nämlich auf Ausweichen gegangen, was in meinen Augen auch sinnvoller ist auf dem Lavanica. Aber ihr könnt dazu ja auch gerne nochmal Kommentar da lassen, wie ihr den Lavanica spielen würdet, also bei den Verstärkungen her. Eher so wirklich vollkommen auf Damage oder halt auf Ausweichen. Jetzt sagen wahrscheinlich einige auch wieder, ja, Genauigkeit muss auf jeden Fall mit dabei sein. Aber das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Genauigkeit kommt nämlich erst zu tragen, wenn die Gegner Ausweichen-Trades mit drauf haben. Und ja, in den Dungeons, da sind keine Ausweichen-Trades drauf. Und darum möchte ich jetzt erstmal das außen vor lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da einfach mal was reinschreiben würdet. Auch wenn ihr 0,0 Ahnung von dem Helden habt. Ihr könnt ja gerne einfach mal so wie ihr, einfach so wie ihr gerade so denkt, damit ich da einfach mal ein paar Feedbacks zu hab, wie ihr, damit ich so ungefähr das einschätzen kann, wollt ihr eher wirklich so Ausweichen haben oder halt eher so Damage. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch dieses nice Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Positivwertung da. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao!